Die chemische Zusammensetzung von Gesamtmeteoriten, aber auch den Mineralen in diesen Meteoriten, ist ein wichtiges, weit verbreitetes und weit genutztes Werkzeug, um Prozesse im frühen Sonnensystem und in der protoplanetaren Scheibe zu verstehen. Zum Beispiel die Volatilverarmung, die man beobachtet, oder die Fraktionierung von Elementen zwischen den verschiedenen Phasen. Um jetzt diese Zusammensetzung interpretieren zu können, muss man den kosmochemischen Charakter der verschiedenen Elemente kennen. Dieser kosmochemische Charakter für die verschiedenen Elemente ist einmal in dieser Tabelle hier zusammengefasst. Zunächst mal unterscheidet man hier zwei Gruppen. Da gibt es einmal die lithophilen Elemente. Das sind die, die in Silikaten vorkommen und in Oxiden bzw. diese aufbauen. Als zweites gibt es dann noch die siderophilen und chalkophilen Elemente. Die bauen die Metalle und Sulfide aus bzw. sind darin enthalten. Als nächstes hat man dann hier eine Art Temperaturabnahme entlang der Y-Achse, wenn man so möchte. Also hier nimmt die Temperatur ab. Und diese Temperatur ist eine bestimmte und ein sehr zentrales Konzept in der Kosmochemie. Das ist die 50% Kondensationstemperatur. Das bedeutet, dass bei einer bestimmten Temperatur 50% eines Elements kondensiert sind. Also vielleicht bei 1500 Kelvin oder sowas sind 50% von Aluminium kondensiert. Das heißt jetzt nicht Aluminium in einer bestimmten Phase, also Aluminium in Korund oder so. Das wäre die Kondensationstemperatur dieser Phase vom Korund oder von einem Gelenit oder sonst irgendwas. Sondern hier geht es wirklich nur um das Element. Also das ist eine sehr konzeptionelle Betrachtungsweise hier. Und diese 50% Kondensationstemperatur erhält man aus thermodynamischen Modellrechnungen. Diese Temperatur ist auch abhängig vom Umgebungsdruck. Und der ist hier in dem Fall 10 Pascal. Also wäre der Druck ein bisschen anders, wären diese Temperaturen hier auch leicht anders. Nun unterscheidet man hier vier Gruppen. Zunächst mal die refraktären Elemente. Die kondensieren alle bei Temperaturen von höher als 1400 Kelvin. Dazu gehören dann beispielsweise Aluminium, Calcium und Titan. Das sind die, die man sich hier so merken sollte. Aber auch die seltenen Erdelemente. Und jetzt kann man schon ein bisschen anfangen, damit rumzuspielen und sich zu überlegen, wo denn diese Elemente in Meteoriten auftauchen, in Chondriten beispielsweise. Und Aluminium- und kalziumreiche Phasen gibt es natürlich in den CAIs. Das sind ja kalzium-aluminiumreiche Einschlüsse. Also kann man hier schon eine erste Verbindung ziehen und das ist natürlich auch der Grund, weshalb CAIs refraktär bezeichnet werden, weil eben diese refraktären Elemente sich da drin befinden. Und die zunächst natürlich auskondensieren in bestimmten Mineralen wie Gelenit, Hibonit und Spinel und so weiter. Man vermutet ja, dass anfangs zumindest ein Bereich der protoplanetaren Scheibe vollständig evaporiert war, also ein Gas war, und als das begonnen hat abzukühlen, sind dann eben zunächst mal diese refraktären Elemente auskondensiert in eben diesen genannten Mineralen. Bei den siderophilen Elementen kann man sich hier merken, so als Wolfram und Iridium. Manchmal findet man selten so sehr hochrefraktäre, nennt man die dann, weil die eben bei diesen hohen Temperaturen kondensieren, Metallnuggets. Zum Beispiel Osmium ist dann natürlich da auch drin und die anderen Elemente auch. Aber hier zum Beispiel kann man sich Wolfram und Iridium merken. Als nächstes kommen dann die Hauptkomponenten. Die kondensieren bei Temperaturen zwischen 1400 und 1250 Kelvin. Und die heißen Hauptkomponenten, weil hier Magnesium und Silizium bei den lithophilen Elementen kondensieren. Und die sollte man sich hier auf jeden Fall merken. Magnesium und Silizium gehören ja zu den Hauptelementen. Deshalb heißen die hier auch Hauptelemente oder Hauptkomponenten. Und die kommen dann vor in so etwas wie Olivin, Pyroxen und so weiter. Bei den siderophilen Elementen sollte man sich in jedem Fall Eisen merken, das dann hier als Metall kondensiert. Und auch noch durchaus Nickel, hat zwar vielleicht eine Faktor 10 geringere Häufigkeit, aber heißt immer Eisen-Nickel, weil es immer darin vorkommt, da kann man sich das merken. Das kommt auch hier bei den Hauptkomponenten. Und auch noch Kobalt. Als nächstes kommen dann die volatilen Elementen. Die kondensieren bei in einem Intervall von 640 bis 1250 Kelvin. Und hier kann man sich sowas merken wie Mangan und Natrium. Natrium kondensiert dann beispielsweise Altfeldspat, natürlich auch Kalium, aber Kalium gibt es sehr viel weniger als Natrium. Und natürlich kondensiert hier
zuerst oder würde zuerst kalziumreicher Feldspat kondensieren, denn eine höhere Temperatur, denn Kalzium ist ja hier oben ein refraktären Element. Das heißt, wenn Feldspäte kondensieren, sind erstmal kalziumreich. Bei den siderophilen Elementen ist natürlich hier Schwefel wichtig, der hier dann als Sulfid kondensiert. Und deshalb sollte man den hier bei den volatilen Elementen auf jeden Fall kennen. Und dazu auch noch Kupfer. Schließlich dann noch die hochvolatilen Elemente, die bei Temperaturen von weniger als 46 Kelvin kondensieren. Dazu gehören dann sowas wie die Edelgase, aber auch Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Also Wasserstoff bildet dann natürlich OH-Gruppen, wasserhaltige Minerale, Kohlenstoff kann dann in Carbonaten beispielsweise vorkommen. Und bei den siderophilen Elementen sollte man sich Blei merken. Das ist für die Chronologie wichtig. Und wenn man weiß, dass Blei sehr volatil ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass wenn Blei ein hochvolatiles Element ist, dass vielleicht Chronometer relativ leicht gestört werden können, wenn die hier höhere Temperaturen erfahren. Außerdem ist hier sehr interessant Sauerstoff. Denn Sauerstoff ist hier offensichtlich ein hochvolatiles Element. Es ist aber so, dass Sauerstoff zusammen mit Calcium Grund bildet und das ein hochrefraktäres Mineral ist. Das heißt, Sauerstoff kondensiert schon bei den allerhöchsten Temperaturen als allererstes. Zwar nicht als Element, aber dann als Mineral. Das heißt, in diesem konzeptuellen Rahmen hier muss man immer auch mitdenken, dass es eben sehr konzeptuell ist und dass einzelne Elemente durchaus bei anderen Temperaturen in Phasen schon kondensieren, wie eben Sauerstoff, der schon bei sehr hohen Temperaturen mit eben Korund oder anderen Oxiden mit calcium-aluminiumreichen Phasen kondensiert. Ein weiteres Beispiel wäre vielleicht Mangan. Das geht ganz gerne in Olivin, also ein volatiles Element, kann aber auch natürlich schon mit den Hauptkomponenten hier früher kondensieren. Das heißt, wenn man sich das hier schon so anguckt, dann merkt man schon sofort, wie man hier Verbindungen herstellen kann zu dem, was man in Meteoriten beobachtet. Und dafür ist eben das hier extrem nützlich und muss man in jedem Fall kennen. Diese verschiedenen Charaktergruppen, also lithophil, siderophil und refraktär Hauptkomponenten und so weiter. Und dann diese ausgewählten Elemente, die ich hier genannt habe. Und das ist der kosmochemische Charakter von den Elementen.